Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Prognose und heute schauen wir uns den Neumond an. Der Neumond findet ja am 6. Juli im Zeichen Krebs statt. Und das Zeichen Krebs ist ja so das Zeichen von Heim, von Familie, aber auch Symbol fürs innere Kind. Und das bedeutet einfach, das ist so ein Neustart, ein bisschen auch im Inneren, das heißt im Unterbewusstsein. Das kann man so hernehmen, diese Zeit. Aber natürlich auch, wo man sagt, wie achtest du denn da ein bisschen auf dich? Wo bist du denn besonders fürsorglich? Also geht die Fürsorge eher nach außen, eher nach innen? Und da haben wir so dieses Symbol des Kindes und auch natürlich der Mutterschaft. Die Mutter, die sich aufgibt für ihr Kind und in welchem Rahmen tut man das? Also das sind so Grundthemen. Grundsätzlich kann man sagen, es ist ein unter positiven Zeichen stehender Neumond. Allerdings gibt es auch einige Spannungen, aber zu den Spannungen komme ich am Schluss, denn die sind wirklich auch fundamental. Aber schauen wir jetzt erst einmal rein, was wir denn so am Positiven zu verbuchen haben, zu berichten haben. Zuerst einmal ist eine hohe Marsdichte zu sehen. Der Mars steht im Stier und dieser Mars macht lauter Sextile hin. Also Sextil ist ja eine positive Konstellation grundsätzlich. Und wir haben Mars Sextil Sonne und Mars Sextil Mond, genauso wie Mars Sextil Venus und Saturn Mars Sextil. Also positive unterstützende Energien. Mars kann man sich einfach einmal als Power, als Energie vorstellen. Und wenn diese Energie da jetzt natürlich auf die Venus auch stößt, dann kann man da sagen, Mars-Venus, klassischer Flirtaspekt, Liebesaspekt. Also da liegt immer so im nächsten Monat so ein bisschen der Flirt, der Liebe in der Luft. Da kann man interessante Begegnungen machen. Da kann sein, dass man eben so ein bisschen sich neu verliebt oder frisch verliebt oder dass eben neue Gefühle hochkochen oder alte Gefühle hochkochen. Und mit Mars auf der Sonne heißt natürlich auch, dass wir da viel Kraft haben, Dinge auch, nachdem der Mars ja im Stier steht, Dinge zu manifestieren und umzusetzen. Und mit der Sonne im Krebs geht es ja dann darum, auch wirklich die eigenen Gefühle durchzusetzen, umzusetzen und sich vielleicht auch, und da kommen wir dann zu Saturn rein, ein Leben zu kreieren, das einem selber mehr entspricht als das, was man vielleicht lebt. Denn Saturn, der große Prüfer, der große Oberlehrer, der große Buchhalter, der astrologische, wacht auch ganz stark. Also wir haben eine starke Saturn-Bewegung am Himmel, nämlich Trigone zu Sonne, zu Mond, zu Venus und eben dieses Mars-Sextil. Und diese Trigone bedeuten einfach dann auch, dass man sagt, bleib realistisch, bleib nüchtern, flirte vielleicht nicht zu viel oder schau einfach, was wirklich zu deinem Leben passt. Also das ist auf jeden Fall mal da ganz wichtig. Und ich denke, Saturn, der ist ja auch im Fischezeichen, also eben im Inneren drinnen. Da geht es auch darum zu prüfen, wo verhältst du dich vielleicht noch zu kindlich, wo bist du zu naiv, wo bist du vielleicht etwas zu erwachsen, zu streng, auch im anderen Extrem drinnen. Also Saturn lädt dich ein, realistisch zu denken, lädt dich auch ein, realistischer zu fühlen. Ein Gefühl sollte ja auch geerdet sein, weil dann kannst du dich ja weiterbringen. Ich gebe gern das Beispiel bei meinen Klienten oder auch in Kursen, wenn ich sage, ich habe eine Angst vor einem schwarzen Hund, der vielleicht vor der Türe steht, dann werde ich darauf reagieren. Aber die Frage ist natürlich, wie konkret, wie echt ist das? Kann dieses Gefühl oder soll dieses Gefühl mich wirklich beeinflussen? Oder ist das eher so ein Phantom, ein Gespenst, das mich da quält? Und da lädt Saturn darauf ein, diese Phantome, diese Gespenster zu vertreiben und einfach konkret zu fühlen, konkret zu denken.
Man lässt sich auch einfach jetzt an einem einfachen Beispiel auch festmachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, dass ich etwas nicht zahlen kann, dann lässt sich das mit dem Blick auf den Kontostand ganz leicht überprüfen. Und dann kann ich sagen, okay, ist das eine Warnung? Ist das vielleicht so ein Vorzeichen, dass ich soll da vielleicht schon vernünftiger sein, soll anders wirtschaften? Oder ist das einfach nur so eine Existenzangst, die ich vielleicht aus dem Familiensystem geerbt habe? Also da ist Saturn eben wirklich gerade sehr unterstützend in diesem Neumond-Horoskop. Das heißt, so bis Mitte, also Juli rein, bis Anfang Mitte August rein geht diese Energie. Und da kannst du natürlich dann auch gut an deinen Themen arbeiten, nämlich zum Beispiel Familienthemen sind da auch so ein Thema, die lassen sich in solchen Zeiten, denke ich, ganz gut bearbeiten. Die große Krux ist der Merkur, und der Merkur ist ziemlich unter Beschuss bei diesem Neumond-Horoskop. Und das gilt natürlich dann auch fürs nächste Monat. Aufpassen bitte. Was ist Merkur? Merkur im Löwen ist natürlich dann auch noch einmal so diese Lebenslust, dieses sich selber ausdrücken, so frei von der Brust auch reden, ja. Und da muss man einfach aufpassen, weil eben, wie gesagt, ein 1,5 Quadrat zu Saturn bremst diesen Merkur, also auch die Beweglichkeit enorm ein, und wir haben eine Opposition zu Pluto, Merkur-Pluto. Der Merkur ist ja jetzt, also der, pardon, der Pluto ist ja jetzt noch im Wassermann rückläufig. Der kommt ja dann zurück so ins Steinbockzeichen noch ein letztes Mal, bevor er dann endgültig in den Wassermann wandelt im November. Und das bedeutet für mich schon noch einmal so, wie ehrlich sind da Sachen, wie viel Lüge oder Täuschung kommt da auf, also auch übers Internet zum Beispiel, also Merkur, Opposition Pluto. Und der Pluto will diesen Merkur natürlich dann auch verwandeln. Das heißt, aufpassen ganz konkret, was wird gesagt, werden da womöglich Gedanken gepflanzt oder wird etwas manipuliert, das dich in deiner Lebensqualität, in deiner Lebensweise einschränken möchte, oder manipulieren möchte. Also das ist sicher so ein Manipulationsthema mit drinnen. Und was natürlich Merkur als Ausdruck der Mobilität oder der Elektrizität betrifft, da geht es dann darum, natürlich auch aufzupassen, denn mit Saturn, das ist so die eingeschränkte Mobilität, also Unfallgefahr, genauso wie mit Pluto. Also da sollte man schon aufpassen. Merkur, Pluto, Merkur, Saturn ist schon eine massive Einschränkung. Also aufpassen im Straßenverkehr, aufpassen bitte auch beim Bedienen von Maschinen und natürlich auch bei jeglichen sportlichen Aktivitäten. Also das wäre da auf jeden Fall raten, das nächste Monat. Was wir auch noch drauf haben, auf diesem Merkur, ist ein Sextil zu Jupiter. Das ist also der Jupiter im Zwilling, der schwächt das alles wieder ab. Also, dass das nicht so, dass dort Sachen glimpflich ausgehen. Also, das sind so klassische, hey, das hätte ins Auge gehen können, Momente, aber es geht dann eigentlich eh gut aus. Also, da schwächt der Jupiter das Gott sei Dank ab, also dieser große Glücksplanet, die gute Fügung, also der hilft uns da definitiv bei diesen Merkur-Auslösungen, die wir da drinnen haben. Ja, was ist noch zu beachten? Um nochmal bei Jupiter zu bleiben, der macht auch ein 1/2 Quadrat zur Venus hin. Und die Venus noch einmal, die möchte ja auch flirten, die möchte sich mit Neuem, von Neuem inspirieren lassen. Und mit diesem Krebsgefüge ist das natürlich auch sehr stark nochmal kindlich naiv geprägt. Und da ist eben so etwas, wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich nicht wahr. Also ich würde das so als Motto nehmen. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, prüfe es doppelt und dreifach, dann wird es wahrscheinlich nicht stimmen. Also das würde ich mir so unter diesen Vorzeichen definitiv mal merken im kommenden Monat. Ja, also es ist schon einiges los, aber es ist im Großen und Ganzen jetzt nicht, was weiß ich, wie dramatisch, sage ich jetzt mal. Ich meine, wie gesagt, Merkur-Pluto-Opposition, das ist natürlich, hat natürlich eine gewisse
Dynamik hat natürlich eine gewisse Kraft, aber im Großen und Ganzen denke ich, wird ein Monat auf dich zukommen, wo du viel Innenschau auch halten kannst, wo alles ein bisschen weicher wird, lockerer wird, wo vielleicht manche Dinge schon im Hintergrund wieder ins Laufen kommen. Das mag schon sein, so im Außen jetzt, aber hauptsächlich ist das eben ein Tag oder ein Monat, wo es wirklich jetzt ums Innere geht, um deine Energien geht. Und das ist eigentlich so dieser Neumond. Ja? Und in dieser Zeit, wenn du Lust hast, an dir, an deinem Energiefeld zu arbeiten, dann lade ich dich herzlich ein zu meinem Workshop am 28. Juli, Chakra Healing, wo es wirklich darum geht, die einzelnen Energiezentren nochmal kennenzulernen, wenn du sie noch nicht kennst. Oder wenn du sie kennst, da noch tiefer in die Materie einzutauchen und unter anderem auch alte karmische Themen in diesen Chakren zu lösen. Das ist ja eigentlich so das, was ich hauptsächlich in meiner Praxis mache. Ja, das wäre es einmal für heute und ich hoffe, du kannst etwas aus dem Video mitnehmen. Ich freue mich natürlich drauf, wenn wir uns demnächst wiedersehen, entweder in Linz, live bei einem Kurs oder bei einer Sitzung oder natürlich auch per Zoom. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, eine gute Zeit. Hab ein gutes Monat aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erani. Tschüss, bis nächstes Mal.